sehen, ist der Treffpunkt in Hannover schlechthin, die berühmte Kröpke-Uhr in der Innenstadt. Seit 130 Jahren zeigt sie nicht nur, wie spät es ist. Unter ihren Zeigern haben sich schon etliche Hannoveraner getroffen, kennen oder sogar lieben gelernt. Die Uhr gehört quasi zum Inventar dieser Stadt. Und weil sie den Hannoveranern in all den Jahren so sehr ans Herz gewachsen ist, steigt am Sonntag eine große Geburtstagsfete. Sie ist eins der Wahrzeichen von Hannover und zieht die Leute an. Die Standuhr im Zentrum der Landeshauptstadt ist sehr vielseitig. Zeitansage, Treffpunkt und seit den 90ern auch Mini-Galerie. Und zunächst hatte ich selber als Künstler hier Ausstellungen in und um die Kröpke-Uhr organisiert und dann nach einer Weile habe ich das als künstlerischer Leiter fortgeführt. Ich habe also Kulturschaffende der Region Hannover eingeladen, eben diesen Ausstellungsort, also das Wahrzeichen als Ausstellungsort zu nutzen für Kunstausstellungen verschiedenster Art. Und so wird es am Sonntag ein lustiges Fest mit Kleinkünstlern, einer Modenschau und einigen Geheimaktionen geben. Und natürlich einen besonders großen Geburtstagskuchen. Die 2 Meter große Platte wurde schon mal angeliefert ins Café nebenan. Herr Rausch! Herr Rausch! Die Platte ist da. Ja, da ist sie. Wunderbar, schön. Wo soll sie hin? Einfach, ich kann den Weg stellen. Na, verstehen wir schon. Ich mache das schon. Zum 130. der Kröpke-Uhr backt Konditor Markus Rausch heute schon mal eine Testversion vom Schokomandelkuchen. So. Der große soll dann aussehen wie die Standuhr vor der Tür. Rausch, ich hab Ihnen hier jetzt nochmal den Plan raus. Das ist von der Kröpke-Uhr. Ja. Ah ja. Das links ist hier die Ansicht mit der Dekoration. Da sind auch die ganzen Sternzeichen dran. Und das ist hier in der Bemaßung, also dass Sie wissen genau, wie Sie die Proportionen gehen. Schon vor 130 Jahren war genau dieses Café das erste Haus am Platz. Wilhelm Kröpke war hier erst Oberkellner, dann der Chef. Seinen Namen verpasste er nicht nur dem Café, sondern auch der Uhr davor, die in den 50ern kurzzeitig durch eine neue ersetzt wurde. Die wechselvolle Geschichte wird Sonntag übrigens nacherzählt. Machen Sie mit uns einen Stadtrundgang, immer am roten Faden entlang. Dann entdecken Sie dabei eine Stadt, die doch so einiges zu bieten hat. Auf Rot geht's rund bis zur Kröpke-Uhr und auch zu Herrn Leibniz mit uns die Tour. Das kostenlose Jubiläumsfest beginnt Sonntagmittag um 12. Am besten wie immer dort verabreden und bis 17 Uhr bleiben. So lange gibt's an der Kröpke-Uhr nämlich Programm. Und unser Programm endet dafür an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Alle Tipps und weitere Hinweise finden Sie auch nochmal im Internet unter ndr.de/lustaufnorden. Und im Abspann zeigen wir Ihnen heute noch die Bilder von Seenotrettungskreuzern aus gegebenem Anlass.